Ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem heutigen Beitrag, der Weg der Heilung durch die Brücke zum Herzen. Ein wunderbarer Titel. Als Therapeut, Coach oder Heiler ist es ein Geschenk, diese Brücke zum Herzen eines Klienten sein zu dürfen. Nicht um helfen zu wollen, sondern neutral und bedingungslos als Brücke von Herz zu Herz zu wirken. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt eines guten Heilers, denn anders würde dieser in die Geschichte des Klienten eingreifen und die Gefahr einer Manipulation würde den Heilungsvorgang unterbrechen. Wenn ein Mensch sich entscheidet, sich einem Therapeuten, Coach oder Heiler anzuvertrauen, um aus seinem Schmerz, seiner Ohnmacht herauszukommen, dann ist dies oft ein großer, mutiger Schritt von ihm. Ein verständnisvolles, herzbasiertes Gespräch schafft Vertrauen, wo nichts falsch ist, aber auch nichts richtig, sondern dass die Umstände so sind, wie sie momentan sind. Das schenkt einem Menschen das Gefühl, ich werde angenommen, so wie ich bin. Bei der Wahl eines Therapeuten, Coach oder Heilers ist ein gutes Gespür durch Bauch- und Herzgefühl sehr hilfreich. Denn nur weil ein Heiler empfohlen wird, heißt es nicht, dass die Schwingung zwischen beiden harmoniert. Alles ist Energie und alles ist Schwingung. Die richtige Wahl und die Sympathie hat für die Heilung einen großen Wert. Denn durch Gespräche, Energiearbeit und durch diesen Austausch von Herz zu Herz findet der Mensch neue Wege, Möglichkeiten und einen anderen Blickwinkel und Zugang zu seinem Thema von ganz alleine. Ein überaus wichtiger Schritt für einen Heilungsfortschritt ist das Annehmen des Schmerzes und das dahinterstehende Thema. Denn sonst ist ein Weitergehen nicht möglich und man steckt fest und dreht sich im Kreis. Annehmen ist ein Prozess und die Bereitschaft dazu ist der Schlüssel. Dadurch erkennt man sich selbst und ein neuer Weg offenbart sich. Durch eine neue Wahrnehmung projiziert der Mensch bereits seine gesunde Energie, wie es weitergehen könnte. Zum Beispiel einen nicht dienlichen Glaubenssatz wegkappen zu wollen und zu verurteilen, funktioniert eben nicht. Den Glaubenssatz hingegen annehmen, respektieren und als vollkommen anzusehen, dass dieser auch sein darf, gleicht diesen Glaubenssatz langsam aus und verwandelt sich. Erst dann wird ein Loslassen dieser Wahrnehmung vorbereitet und Veränderung zu mehr Lebensqualität geschieht. An Heilung geschieht das, was geschehen darf. Kein Mensch ist perfekt. Jeder Mensch ist jedoch vollkommen. Wir tragen in uns alle Aspekte, dienliche wie nicht dienliche. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit diesen Aspekten um? Bin ich in mein Gleichgewicht, dann darf es fließen. Bin ich im Ungleichgewicht, dann ziehe ich nicht Gewolltes an. Wir alle sind auf dem Heilungsweg. Wir sind die Heilung. Den eigenen Weg in Liebe zu gehen, bedeutet der Anfang der Selbstliebe. Unterstützung für diesen Heilungsweg anzunehmen, bedeutet Mut zu diesem Schritt. Wenn du nähere Infos über meine Energiearbeit haben möchtest, diese findest du in der Beschreibung durch meine Homepage. Zeige auch du bei Bedarf Mut zu diesem Schritt und sei authentisch mit dir selbst. Wähle die Brücke, die dich gut begleitet auf dem Weg zu deiner individuellen Heilung. Alles, alles Liebe. Wenn der Beitrag dir gefallen hat, dann bitte drücke den Daumen nach oben. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann drücke den Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Vielen lieben Dank.